Guten Abend, die Damen. Enderal. Sekunde. Einmal. Nicht 10 Minuten. 15 Minuten. Wir wollen ja euch nicht noch mehr bescheißen als ohnehin schon. Ja, ist schon wieder, die, so wie immer, halt ein bisschen her. Moment, Klimaanlage. Dankeschön. Immer ein bisschen her. Und mal schauen, wo Vergangenheits-Kevin uns zurückgelassen hat. Ich habe schon gerade gesehen beim Laden, weil ich lade das Spiel ja immer schon mal vorher, also den Spielstand. Ich möchte nicht im Ladescreen anfangen, da der Ladescreen ja auch manchmal schwarz ist. Das ist nicht sehr schön, im Schwarzbild anzufangen. Ich erinnere mich wieder so ein bisschen gerade in dem Haus von diesem Künstlertypen. Ich hoffe übrigens, dass der Ton jetzt ein bisschen besser ist als vorher. Ein bisschen die Position des Mikrofons verändert. Also wie er eingespannt ist. Und ja, wir waren in diesem Haus, müssen irgendein Artefakt oder so besorgen. Ich habe vergessen, welches. Und jetzt werden wir auf unser Zimmer gebracht. Wir alle haben Dämonen in uns. Erinnerungen, Wahrheiten, die wir tief in unser Unbewusstes gesperrt haben, weil wir sie nicht sehen wollen. Wahre Kunst durchdringt diese Barrieren. Und erinnert uns an das, was wir wirklich sind. Interessanter Gedanke. Das von dem Diener und nicht von dem Chef des Hauses. Ein bisschen schneller geht's schon, oder? Anstrengende Tage gehabt. Ich bin auch jetzt gerade quasi aufgestanden. Wir haben allerdings... Wir haben 2 Uhr. Gerade aufgestanden. Quasi gerade. Und geduscht, gegessen, irgendein Zeug in die Haare schmiert und mich hier hingesetzt. Ich habe sogar vergessen, mir eine vernünftige Hose anzuziehen. Ich habe immer noch eine Jogginghose an. Möchte ich jetzt aber nicht zeigen, das ist mir zu peinlich. Und ja, habe jetzt auch nicht so viel Zeit gerade. Aber ein bisschen musste ich mal wieder aufnehmen, ne? So, hier wären wir. Macht es euch bequem, ich informiere euch, sobald der Meister bereit ist, euch zu sehen. Ach, und übrigens, nennt es Intuition oder Vorhersehung, aber ich hatte ein Gefühl, dass wir heute Nacht Besuch bekommen würden und deshalb habe ich eine kleine Mahlzeit vorbereitet. Das Fleisch ist mir ein wenig angebrannt, aber schmecken sollte es dennoch. Mr. Koch. Bedient euch also. Fertig. Nun entschuldigt mich bitte, ich muss ruhen. Essen ist Heilung. Es ist spät und der Tag war anstrengend. Natürlich, schlaft wohl. Und habt Dank für die Gastfreundschaft. Sehr gerne. Darf ich auch was sagen? Ja, drück mich halt zur Seite. Wer bist du denn? Willst du mich anmachen oder was? Pass auf, Kollege. Jetzt wird der Plan verraten. Und weg ist er. Nenn mich paranoid, aber irgendwie lief mir das alles ein wenig zu glatt. Zum Beispiel, dass er schon am Tor stand, als du geläutet hast. Und natürlich die Tatsache, dass er mit einem alten Mann zusammenlebt, der den Sagen nach älter als der schwarze Wächter ist. Okay. Aber jedem das Seine. Ja, 1 oder 2 Stunden, bis dieser Diener schläft. Ich habe einen Schlauch Wein dabei, den können wir uns ja in der Zeit gönnen. Dieses Essen würde ich nicht anrühren. Und währenddessen könntest du mir ja noch einmal von deiner Prüfung erzählen, wenn du willst. Oder irgendetwas anderes. Erstmal das Gold klauen. Es lenkt mich von diesen potthässlichen Figuren in der Ecke da ab. Ich wollte das essen. Och Mann, ey. Verstehe. Ein interessantes Gedankenspiel, das mit dem letzten Moment, der ewig währt. Wusstest du, dass kyrannische Mentalisten sich in ihren Träumen bewusst werden können, dass sie träumen? Dort existieren sie dann losgelöst von Zeit. Das nennt man luzides Träumen. Haben, der 1000 Jahre in seinem Kopf gelebt hat, während er in der echten Welt nur 8 Stunden geschlafen hat. Das ist krass. Aber naja, das ist ein Thema für sich. Ich denke, jetzt ist es spät genug für unsere kleine Exkursion. Finden wir dieses Relikt. Halt auch so schön. So, da ist sie also, die Musik, die alle Barrieren durchdringt. Was? Ebenso heiter wie dieser Ort. Jetzt müssen wir suchen. Ja, luzides Träumen.
Ist ja eigentlich schon ein Thema für sich, ne? Könnte man jetzt drüber reden? Weiß nicht, ob das Sinn macht. Hatte ich auch mal vor zu lernen, weil ist ja eigentlich ziemlich cool. Man kann ziemlich viele Dinge machen. Man kann sogar lernen, während man träumt. Ja, viele Leute angeblich, die Instrumente lernen, während sie träumen. Und ja, man könnte ja auch ein bisschen weitergehen und versuchen, geistige Barrieren zu überwinden im Traum, dadurch, dass man im Traum die Möglichkeit hat, alles zu machen. Na, also zum Beispiel könnte man sich im Traum vorstellen, dass man ein Auto anheben kann. Ja, und da es ein Traum ist, funktioniert das auch. Und dabei immer nur mit dem Bewusstsein, dass man das nur macht, wenn man durch irgendeinen Trigger, den man sich vorher ausgedacht hat, zum Beispiel immer, wenn man an Erdnüsse denkt. Boah, ist das laut. Und wenn man das oft genug wiederholt halt, dann kann man vielleicht, ist die Möglichkeit, wenn man das Gehirn ja trainieren kann und konditionieren kann, dass wenn man im echten Leben an Erdnüsse denkt, auf einmal diese Barriere im Kopf, da wir ja nur, ich weiß nicht wie viel, 20% unserer Muskulatur benutzen, aus Sicherheitsgründen, weil sonst die Muskeln reißen oder irgendwelche Gelenke und Sehnen reißen würden oder irgendwie so, könnte man diesen Trigger so einstellen, dass wenn man an Erdnüsse denkt, das ist auch, was man im Traum geübt hat, über bestimmte Methoden, die ich jetzt hier nicht erläutern würde, aber die funktionieren. Wahrscheinlich. Ich meine, Mönche machen es auch nicht anders. In ihrer Trance, in ihrer Meditation, sag ich mal. Über bestimmte Trigger, diese 20%-Grenze zu überwinden. Und das dann ins echte Leben zu übernehmen. Denn im Traum hatte man ja die Möglichkeit, diesen Trigger zu benutzen und dem Gehirn vorzugaukeln, dass es klappt, weil es im Traum ja eben klappt, dass man zum Beispiel ein Auto anheben kann. Solche Sachen zum Beispiel. Auch nicht schlecht. Hat nur nie ganz funktioniert. Also ich habe schon ein paar Mal luzid geträumt. Allerdings habe ich das nie bewusst genutzt. Wirklich. Dann hat man mehr so Sachen gemacht wie Fliegen oder so. Und gibt viele Menschen träumen wahrscheinlich luzid, nur vergessen das halt dann nach dem Aufwachen. Also haben es dann vergessen, wenn sie aufgewacht sind, weil danach noch viele andere Träume folgen, oft. Und die paar, die ich halt behalten habe, in denen habe ich halt nur Scheiße gebaut. Also nur sowas wie Fliegen oder, keine Ahnung, andere Superkräfte ausprobieren und gewisse andere Dinge. Ne? Und irgendwie ist man dann im Traum doch nicht man selbst oder man will einfach andere Sachen machen, als sich irgendwie an Klavier zu setzen und Klavier spielen zu lernen. Wenn man schon mal die Möglichkeit hat. Aber wenn man es vielleicht oft genug macht, vielleicht rafft dann auch der Traum Kevin, dass er sich mal hinsetzen sollte und endlich mal vernünftig Klavierspielen lernt. Also, ein bisschen kann ich ja Klavier spielen, aber richtig Klavierspielen lernt. Die Ernte. Alter, drück mich doch nicht weg, was ist denn los mit dir? Naja, wir ziehen jetzt auf jeden Fall los. Reichen. Ich glaube nicht, dass wir schleichen müssen, wenn ich ehrlich bin. Rennen. Es könnte ein Rätsel geben, deswegen gucke ich mir die an, nochmal brennen. Nö. Auch brennen, brennen. Kam auf Klavier wegen, ne? Eben Klavier. Muss ich das erst aktivieren? Das Wort der Toten finden. Warum muss ich denn dazu raus? Wahrscheinlich muss ich nicht raus. Das sind andere Quests, die mir angezeigt werden. Ich Bücher, Bücher, Bücher. Das müssen Jahrhunderte sein. Bücher, Bücher. Langweilt mich. So, oh. Ah ja, wieder eins von diesen tollen Collectibles. Ich hasse Collectibles. Mana-Trank, Salz. Holderbusch. Giftstollenstapel durchsuchen. Was kann man hier? Nichts! Ey, da war jetzt das leere Pergament, ne? So, jetzt.
Unduses Schlüssel, Lehrling. Knackt Schlösser. Okay, nehmen wir mit. Schrank. Messer brauchen wir nicht. Wir sind krass genug, wie man sieht hier. Mit einem Bogen? Warum habe ich einen Bogen ausgerüstet? Wir sind ja immer noch zu blöd, um... sag schnell. Dolche zu benutzen. Keine Kompromisse. Der einfache Titel hat der Typ für seine Kunst. Licht wird aus deinen Augen scheinen. Ich hatte jetzt tatsächlich kurz mal die Vorahnung, als ob das vielleicht Skulpturen sind, die mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Also wir erinnern uns ja an die allererste Folge von mir. Also ich erinnere mich daran zumindest. Mit dem Vater und dem Verbrennen. Und deswegen, als ich das... Fühlt sich erstmal cool. Nicht schlecht, du kannst dich wegteleportieren. Yeah. Vielleicht können wir Experte lernen. Nee, können wir nicht, oder? Wie machen wir das nochmal? Machen wir das über die Lehrlingspunkte oder machen wir das hier? Beutelschneider? Nein. Leichen. Das ist cool. Gleichangriff 50% des gegnerischen Ausdauer zu absorbieren. 40%. Teleportiert euch hinter ein Ziel, werdet kurzfristig unsichtbar und werdet kurzfristig auch schon. Das war ziemlich geil, glaube ich. Ich erinnere mich. Das brauchten wir auch. Geisterlauf. Schaltet, auch wenn euer Wert niedrig ist, Rhetorikoptionen in Dialogen frei. Bei Händlern des anderen Geschlechts erhaltet ihr außerdem 10% verbesserte Beute. Gleichangriff 50%. Außerdem könnt ihr nun ausgerüstete Gegenstände stehlen. Hohes Geschick. Bleibt ausschließlich leichte Rüstung, besteht eine 10%ige Chance, dass der Schaden eines Nahkampfangriffs vollständig abgefangen wird. Wo gibt's denn hier jetzt, Baumeister. Alle selbst hergestellten Tränke wirkungsvoller. Passgenau. Ausschließlich leichte Rüstung, 5% Rüstungsbonus, okay. Das ist also so eine Art... Die Erinnerung des Vagabunden schulen euch im Umgang mit Giften und Tinkturen sowie den Einsatz leichter Rüstung. Leichte Rüstung ist nur 70% wirkungsvoller. Weitere 15%. Also hier skill ich quasi leichte Rüstung. Ist quasi dann Step 2, nachdem ich hier bin, würde ich sagen. Wobei ich auch gerne mal hier... Wo ging denn nochmal Diebeslehrling? Gesellenschlösser sind unknackbar. Expertenschlösser knacken. Oh, das ist doch kacke. Ich muss alle drei Sachen machen. Alle drei Dinger hier muss ich komplett ausbauen, oder wie? Das ist ja richtig nervig. Ja gut, haben wir irgendeinen Punkt gerade? Ich denke nicht, sonst würde das anzeigen, ne? Aber ja, wir müssen aber hier zu diesem... Was gibt's da noch? Taschendiebstahl interessiert mich nicht. Führer ist auch unwichtig, sag ich jetzt mal. Also, dass die 50% zusätzlichen Schaden sind wichtig, ne? Und hier dieser Geisterlauf. Also brauchen wir noch 3 Talentpunkte. Wir sind Level 8, das ist halt das Schlimme. Wir leveln halt ultra langsam, wahrscheinlich, weil wir kaum Nebenquests machen. Aber Nebenquests sind halt auch so Zeitverschwendung, ne? Wir wollen ja auch jetzt kein 300-Stunden-Let's Play daraus machen. Ich würde ja auch gerne neue Projekte machen. Kann aber jetzt nicht 5, 6 Open-World-Let's Plays, sag ich jetzt mal, oder überhaupt richtige Let's Plays einfach nebenher laufen lassen. Das ist nicht schaffbar, alles aufzunehmen immer. Vor allen Dingen auf Hinsicht, dass die Uni bald anfängt wieder. Und ich ja eigentlich jetzt schon ein bisschen im Lernstress bin. Und wenn die Uni erst angefangen hat, dann... Wer die Uni nicht kennt, theoretisch gibt es unterschiedliche Studiengänge. Gibt natürlich lustige Studiengänge wie Geschichte studieren oder so, wo man eigentlich nichts macht, nur einfach am Ende... Ach, einfach nichts macht, sagen wir mal so. Fast nichts. Ich möchte die Leute, die sowas studieren, jetzt nicht denunzieren oder irgendwelchen Rufmord begehen, aber die haben es schon ein bisschen leichter, sagen wir mal, ja. Und da gibt es halt andere Studiengänge, meist mit Mathe, Studiengänge. Oder
Jura, die klassischen Jura-Medizin-Studiengänge sind natürlich auch klar betroffen, wo man halt unfassbar viel lernen muss. Unfassbar, ja, ist gut, danke fürs Bescheid sagen, wir machen gleich weiter, dann erzähle ich noch kurz diesen Schwank und nimm das auch als Folgentitel. Studentenweisheiten. Nein, gerade ich sollte nicht übers Studium lästern. Bin ja jetzt auch ein fauler Mensch, aber ich sag mal, gibt Studiengänge abseits von diesen etwas gediegeneren Studiengängen, ja, gibt es auch Studiengänge, wo man wirklich, es gibt so eine Regel, dass man doppelt so viel Zeit in der Woche für die Nacharbeitung nehmen sollte, wie der Kurs geht. Das bedeutet, du hast einen Kurs, der geht 2 Stunden. Ja, in der Regel sollte man dann 4 Stunden nacharbeiten, also wenn man zu Hause ist, das Ganze nochmal durchgehen, sich Notizen machen, aufschreiben, quasi schon lernen. Wenn man das macht, ist das gut, weil dann spart man sich das Lernen am Ende des Semesters für die Klausuren. Da muss man da quasi nur noch einmal drüber gucken und kann das. Ich bin nicht so ein Typ, der das lernt am Anfang schon. Aber in der Theorie, und ich lerne auch weniger als andere Leute, dementsprechend habe ich auch Noten. Aber man sagt, doppelt so viel Zeit in der Woche sollte man für die Nacharbeitung nutzen, wie der Kurs an sich hat. Plus, dann kommen noch mal Sachen dazu. Für viele Kurse gibt es dann auch noch sowas wie Übungen, ja, die auch noch mal 1,5 Stunden in der Woche sind. Da zählt jetzt die Nacharbeitung nicht mit rein. Das braucht man dann nicht. Und dann gibt es noch mal Praktika dazu. Ja. Und wer dann noch ganz blöd ist, kann auch noch ins Tutorium gehen. Und das ist nur ein Fach und man hat eigentlich so im Schnitt 5 bis 10 Fächer, wechselt halt immer. Je nachdem, wie viele man besuchen möchte. Und ja, dann kommt man schon auf eine gewisse Anzahl, da muss man halt, es gehst du halt, ja, hast du halt ein Fach, da gehst du das am Montag, sag ich jetzt mal, 2 Stunden, kommst nach Hause, Fach war irgendwie um 11 Uhr, bist also quasi aufgestanden, hingefahren, geht bis 1, fährst nach Hause, 1:30, 2 Uhr, muss 4 Stunden nacharbeiten bis 6 Uhr, rein theoretisch, ja, und dann hast du auch eigentlich, willst du ja auch nochmal Zeit mit der Familie verbringen oder mit deinen Freunden und was essen und ein bisschen abschalten, Fernseh gucken oder ein Game zocken, außerhalb der Aufnahme natürlich, versuchst natürlich auch immer innerhalb der Aufnahme zu integrieren, um das irgendwie gedeichselt zu bekommen, nur halt so, und dann ist halt ein Tag weg, ne? Und das hast du dann, normalerweise hast du mindestens 5 Fächer, also jeden Tag 1, und wenn du halt kein Fach hast, hast du an diesen Tag dann mindestens irgendwie eine Übung oder so. Also man ist normalerweise jeden Tag beschäftigt, außer man versucht irgendwie Zeit einzusparen, indem man einen Kurs nicht besucht, wo man weiß, der liest eh nur vom Skript ab, der Professor. Also kann ich es auch zu Hause theoretisch machen. Ob man es dann macht, ist eine andere Sache. Oder ob man sich dann sagt, gut, dann nehme ich mir einfach am Ende des Semesters 6 Wochen für dieses eine Fach nur Zeit, um es auch mal durchzuackern und dann nochmal zu lernen. Muss man selbst entscheiden. Nur mal so, das sind dann Studiengänge, die ein bisschen mehr Anspruch haben. Damit will ich, wie gesagt, die anderen Fächer nicht kleinreden, nur ich hätte selber gern ein leichtes Fach genommen. Ich will nicht sagen, es gibt auch weitaus schwierigere Fächer als Studiengänge als mein, auf jeden Fall. Also, sollte mich nicht beschweren. Ich habe ja zum Beispiel mal diesen Studiengang in Köln studiert und in Gummersbach. Und da ist das schon ein anderes Kaliber, also da, wenn du da eine Übung nicht schaffst, ja, also hast halt eine Woche Zeit für die Übung und also du gehst in die Übung, kriegst eine Aufgabe, die muss bis nächste Woche fertig sein. Wenn die nicht fertig ist, hast du, wenn du Glück hast bei dem Lehrer oder Professor, auch mal eine Chance für die nächste Woche oder einen Tag nochmal Zeit, um das nochmal zu machen. Aber wenn du es dann nicht fertig hast, kriegst du eine 5 in dem Fach und dein Studiengang ist einfach weg. Du kannst dann nicht mehr studieren, nirgendwo mehr dieses Fach. Oder irgendwas, was überhaupt damit zu tun hat. Also einmal eine Woche lang krank oder nicht aufgepasst und du kriegst es nicht hin oder verschludert, vergessen, verschlammt, Studiengang verloren. Ja, und der Stoff an sich war auch relativ hart. Im Studium, gerade in Köln ist es so, da sagt man sich,
dass der Student das lernen muss, also vorlernen. Du lernst das selber zu Hause und dann kommt die Übung und dann kommt erst die Vorlesung dazu, wo dir das beigebracht wird. Also im Selbststudium selbst komplett alles lernen, da braucht man eigentlich auch nicht studieren. Kann man sich alles selber beibringen und bekommt am Ende nur nochmal gesagt, jo, du hast das Richtige gelernt. So ist das. Und ja, ich bin aber dann gewechselt, ja, aus Entfernungsgründen, weil es war ein bisschen weit, immer nach Köln zu fahren und dann bin ich jetzt woanders. Ne? Also, war genug geredet vom Studium. Es tut mir leid. Ich hoffe, wenn es dich interessiert hat, der hat bestimmt abgeschaltet und abgeschalten. Und den anderen, die bis hierhin zugeschaut haben, Dankeschön, danke fürs Zusehen. Danke dafür, dass ihr dieses Let's Play überhaupt guckt. Ne? Ich drück mal zweimal F10. Bis gleich. Tschüssi.